Leute, willkommen zum nächsten X-Defined Exklusiv Gameplay. Heute haben wir die Fraktion Libertad. Lasst euch mal bitte nicht in dem Gameplay jetzt davon verwirren, dass hier gerade am Anfang, die ersten Sekunden, die falsche Fraktion gewählt wurde. Ich weiß es daher, dass ich mitten in der Aufnahme schon mal, und dann denke ich mir, auf einmal eine andere Fraktion. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Also, die Fraktion Libertad wird gleich gewechselt, nach ungefähr einer Minute. Also es sollte gleich soweit sein. Folgende Fähigkeiten erwarten uns. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir sie im Gameplay komplett ausreizen. So lange geht das Video tatsächlich nicht. Gerade mal 6 Minuten Gameplay. Sollte aber eigentlich reichen. Wir haben den Medico Supremo. Das ist die Ulti-Fähigkeit. Ein Rucksack gewährt für begrenzte Zeit einen erheblichen Gesundheits- und Heilungsbonus. Nur für dich. Dann haben wir eine Passive. Der ansteckende Geist der Freiheit heilt dich und Verbündete in der Nähe. Langsam. Interessante Fähigkeit, aber du verreckst ja recht schnell. Muss man mal sehen, ob das jetzt so effektiv ist. Dann haben wir eine von zwei aktiven Fähigkeiten wäre, wirf einen lebenskraftspendenden Benzinkanister, der so lange Verbündete heilt, bis er zerstört oder deaktiviert wird. In der Nähe halt. Und eine stärkende Welle verbessert die Gesundheit und Regeneration von dir und Verbündeten in der Nähe. Das ist die zweite Fähigkeit, glaube ich, die interessantere Fähigkeit von beiden Teammates in der Nähe werden langsam geheilt. Wir haben übrigens einen anderen Spielmodus. Moment, wir waren bei... Was ist das für ein Spielmodus? Ich habe gar nicht aufgepasst, es tut mir leid. Schlecht vorbereitet. Ist das Eskorte gewesen? Ich glaube, sowas wie Eskorte. Ja, Eskort da oben rechts steht's. Es tut mir leid. Ich war absolut schlecht vorbereitet. Wir sind aber mittlerweile bei der richtigen Fraktion angekommen. Und kriegen direkt eine rein. Okay, er hat eine M9 als Sekundärwaffe und eine LMG als Primärwaffe. Oh, da hat ja nicht ein Hit gezählt. Okay, keine LMG. Das ging ja alles vorbei. Scheibenkleister. Junge, das war krass. Okay, man sieht sogar durch die Wand. Ab wann? Oh, die Time to Kill ist aber schlecht für eine LMG. Du siehst anhand der Teammates, wenn die so ein Kreuz über den Köpfen haben, dass die von deinem aktiven Buff, sage ich einfach mal, was abkriegen, quasi. Profitieren, wollte ich sagen. Profitieren ist das Wort. Du siehst sogar die Laufroute für die Eskorte. Eine digitale Linie, das ist ja geil. Seht ihr das? Du weißt genau, wo der langläuft. Das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich, wenn du dich natürlich so aufteilst bei Eskorte, dass auch verschiedene Leute eine andere Fraktion haben und hier Schilder links, rechts aufgestellt werden. Natürlich schlau, dass du nicht so blind einfach das nimmst, auf was du gerade Bock hast. Zumindest wenn du gewinnen willst. Taktisch auf jeden Fall nicht dumm. Boah, Alter, die spawnen aber weit weg. Von der Action. Scheiße, da hast du ja richtig Bock drauf. Eskorte auf keinen Fall ein Modus für mich, das kann ich schon mal vorab sagen. Habe ich schon in COD gehasst. Team Deathmatch, Abschuss bestätigt. Das sind so meine Favorites. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Klar ist halt mehr teamlastig, dieser Spielmodus. Wer mehr so auf diesen teamlastigen Style steht und so mit abquatschen und... Der ist natürlich mit so einem Spielmodus absolut gut bedient, das muss man einfach sagen. Aber mir würde das schon auf den Zünder gehen, du stirbst und musst erstmal ewig weit rennen, bis du wieder in der Action bist. Und dann wirst du vielleicht abgefangen und verreckst gleich wieder. Und dann bist du gefühlt jetzt im Gameplay schon eine Minute ohne einen Kill. Und das war einfach Glück, weil der schon absolut low war, der Gegner. Lasst euch bitte nicht von der Grafik übrigens auch beirren. Das ist noch nicht final. Das hat man auch in den Auswahlbildschirmen teilweise gesehen, dass das sehr verschwommen aussieht.
Ah, die haben nochmal gesessen. Jetzt hat er aber richtig Bock, okay. Ja, jetzt läuft es doch. Das ist schon tot, mein Freund. Relativ schnell Nachladesequenz für ein LMG. Scheiße. Den hast du nicht kommen sehen. Ja, für so ein teambasierendes Ding ist wahrscheinlich diese Klasse gar nicht so schlecht. Mehr Leben. Boah, Alter, die Distanz mit einer Wasserspritzpistole ist aber sehr optimistisch. Geil, und dann auch noch ein Schalldämpfer oder sowas drauf, was das da ist. Oh, oh Scheiße. Der hatte gar keinen Bock zu sterben. Bis jetzt von allen Gameplays die größte Map dazu. Wie er einfach sich mit der Minimap orientiert hat, das hast du richtig gesehen. Zieht euch das mal ganz kurz rein, guckt wahrscheinlich auf die Minimap, sieht da oben kurz was leuchten und dachte, jetzt kommt er. War aber schon da. Da war er zu langsam. Oder es war ein anderer, keine Ahnung. Was ich sehr, sehr beruhigend finde in diesem Spielmodus, hat auf jeden Fall der Sprecher nicht so viel gelabert oder gar nicht, wenn ich mich nicht irre, oder? Hat der überhaupt mal ja, doch am Anfang. Aber der Sprecher ist wirklich belastend. Aber hier ging es wahrscheinlich vom Spielmodus zu Spielmodus unterschiedlich. Dieses Gameplay hat mich jetzt tatsächlich nicht so vom Hocker gerissen, weil es aber einfach auch nicht mein Spielmodus ist. Wenn ihr Bock habt, schreibt mal in die Kommentare, was ist so ein Spielmodus, den ihr euch für XDefiant noch wünscht. Kommen ja über die Seasons immer mehr dazu. Am Anfang sind es, glaube ich, wie viel waren es? 5 oder so. Aber sowas wie Suchen und Zerstören ist, glaube ich, schon drin. Team Deathmatch ist noch nicht drin. Suchen und Zerstören fehlt wahrscheinlich noch. Und so ein paar andere, wo du einfach blind rein und nicht Taktik und einfach drauf irgendwas. Oder alle gegen alle. Das ist auch noch sowas, das bestimmt auch richtig geil ist. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, was da noch so für Modi schon vom Post-Launch her drin sind. Lassen wir uns mal überraschen auf jeden Fall, was da noch alles kommt. Das war es erstmal von mir. Freut euch aufs nächste Gameplay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.